Hey, hey, hey! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 2. Wie immer bei Dead Space spielen Laiko und ich zusammen Dead Space. Kurz überlegen, was war in der letzten Folge? In der letzten Folge haben wir Ellie geholfen, einen riesigen Bohrer wieder flott zu machen. Wir sind damit in den Regierungssektor gekommen, haben Tidemans Leute hier ein wenig aus der Fassung gebracht, da wir die Necromorphs mit reingelassen haben, als wir den Strom abgeschaltet haben und somit die Türen alle aufgingen. Dann haben wir natürlich keine Ahnung, wo es zum Marker geht. Dann ist aber Nicole erschienen, also unsere eingebildete, also die Frau, die Isaac gehört hat, die wir uns jetzt einbilden, weil der schon tot ist. Und hat uns diesen Wegpunkt gegeben, der uns zum Marker führt. Und Tidemans probiert halt immer noch, uns davon abzuhalten. Und wir sind schon durch die Laboratorien gegangen, um zu sehen, wie man den Marker baut. Und haben festgestellt, dass halt die Erinnerungen von Isaac und Strauss benutzt wurden, um neue Marker zu bauen. Hat der eine ja gesagt, dass irgendeine Sequenz komplett sein muss. Und wenn nicht, dann wird irgendwas Schlimmes passieren. Ja. Das war, glaube ich, so die grobe Zusammenfassung. Mhm. Hab ich irgendwas vergessen? Nö, das war soweit eigentlich alles. Okay. Das, was wir noch gehört hatten oder gelesen hatten, war ja, dass einer der Probanden, ich glaube, das war, beziehungsweise eins der Subjekte, das war, glaube ich, das Subjekt 4, beim Aufbau des Markers. Ja, das war Strauss. Geholfen. Oder? Ja. War er 5? Ne, er war die 4. Die 4. Strauss war die 4. Okay. Also er hat wirklich diese maßgebenden Sachen noch geliefert. Ich höre Gegner. Was war das? Irgendwas ist umgefallen. Was passiert, wenn ich... Oh ja, kann ich. Nein, kann ich nicht! Oh ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Sehr schön. Scheiße. Ich glaube, du musst alle 4 Stasen, damit das klappt. Was ich ziemlich mies finde, jeder normale denkende Mensch würde sich auf den Boden legen und auf den Boden dann da lang krabbeln. Nicht so Isaac! Nein! Gewohnt, als ich ihn gestarst habe? Kurzzeitig. Damit ich auf die andere Seite komme. Das wird ja ein Spaß. Oh nein! Oh mein Gott. Geh weg! Geld. Wo ist mein Geld? Ich muss jetzt wirklich mehr als einen Stasen. Ja. Mindestens 3, damit du so langsam durchlaufen kannst. Also Stasen habt ihr eigentlich genug dabei, das ist nicht das Problem. Täglich so hinzukriegen. Geht weg von mir. Hab ich gerade gesagt, geh weg.
Projektivel. Jetzt geht's, natürlich, jetzt geht das, ja. Da bin ich hergekommen? Ich glaub ja. Ah, da ist noch eine Tür. Ah ja, bin ich hergekommen. Kamst du her? Ganz sicher? Ja. Ich nehme es einfach so hin. Ja, los. Hä? Ja. Warum auch immer, es ging gerade nicht. Der Aufzug hat einen Systemfehler. Vermutbar. Egal wer hier ist, ich habe eine Pistole. Und eine Bombe. Und eine Kalaschnikow. Ja, natürlich. Marco, der ist offline. Wir ändern das mal in offline. Aus mit der Scheiße. Dürfen keine Marker mehr gebaut werden. Es geht so reibungslos. Rüberlaufen? Nee. Diese Brückenteile könnte ich nicht. Ich muss kurz gucken, wie viel Munition ich habe. Das Gefühl, dass ich jetzt gleich Gegner kommen werden. Noch meinen eigenen Arm jetzt fehlen können. Das wäre eine coole Aktion gewesen. Oh ja. Erweckt. Findest du nicht? Ja, ich habe da so meine Zweifel. Ja, ich auch. Okay, aber ein paar haben sie umgenietet. Mhm. War das ja mal ein... Das sieht aus wie eine Rettungskapsel. Ich denke, das ist ein Shop. Mhm. Oh ja, das ist... Ja doch, das ist ein Shop. Oder war ein Shop, sag ich so. Aber ich komme nicht mehr rein. Oder? Nee. Hallo, der Shoppy. Der ist im Eimer. Nee. Das Geräusch gefällt mir schon nicht hier dran.
Kiste mit. Verdammte schöne Sache. Arm. Körper. Go. Kopf. Kopf ist kein gutes sehr angefährlich. Oh nein. Ja. Er wollte mich verarschen, oder? Die entwickeln sich auch weiter. Halt die Klappe! Tun sie nicht! Das wäre ja unfair. Das ist Evolution. Alles klar, Darwin. Nochmal so ein Kram hier kommt, hey. Was denn? Ist das... Das ist ja unverschämt. Leer. Unverschämt! Nee, er ist nicht leer. Ah. Ich würde sagen, es wäre ja sehr unverschämt hier einfach. Unsinn! Warum auch? Ich habe eine Hand. Ist noch jemand, dem ich die Hand geben kann? Verstehst du? Hand geben? Ach, der Killer. Thank you.
Forschungslot 43549. Zu Beginn der gestrigen Nacht hatte ich wieder einen Blackout. Als ich heute Morgen aufwachte, starrte ich auf eine winzige, aber vollständige Version des Markers in einem der Kristallschichtbecken. Ich höre ihn noch immer in meinem Kopf wie ein nachhallendes Lied. Ich weiß, dass die Demenz immer wirken, aber das hier ist etwas ganz anderes. Irgendwas ist ganz schrecklich schiefgelaufen. War gut. Ich treffe, wie es aussieht. Die sind zu weit weg. Ja. Aber warum laufen die da hin? Da kommen die mir gerade entgegen. Du weißt, wo die hin, wo die hinziehen. Projekt innerer Kern? Naja, die laufen zum Marker. Mhm. Oh, wieder zum Leben. Das haben wir lange nicht mehr. Ja. Tightman, enttäuscht von der Evakuierungsentscheidung. Rechnen Sie mit bitteren Konsequenzen. Das war alles. Okay. Ich nehme das hier mit. Oh, ein Audiolog. Kimmerfelds, Forschungslog 43553. Wir sind Marionetten eines außerirdischen Einflusses. Wir haben die Kontrolle über dieses Projekt verloren, wenn wir sie je hatten. Selbst unsere Rationalisierungen für diese ganze Sache sind eine Illusion, die uns von den Kräften hinter dem ursprünglichen Marker, dem schwarzen Marker, eingepflanzt wurden. Wir wissen nicht, wie man dieses Ding erschafft. Es sorgt dafür, dass wir es erschaffen. Und es versucht auszubrechen. Ich stehe unter Sicherheitsbewachung, seit ich mit einem Vorschlaghammer auf den Minimarker losging, den ich letzte Woche gebaut habe. Wir müssen alles zerstören, was wir hier erschaffen haben. Die Leute auf Ege 7 hatten recht. Das hier geht weit über unser Wissen oder unsere Kontrolle hinaus. Ich muss gehen. Mein Supervisor flüstert dem Sicherheitsmann etwas zu. Ich höre seltsame Geräusche, während ich hier im Shop bin. Ah, nein. Keine Sorge. Alles ist in Ordnung. Ja, ja. Passt schon. Gold, Bronze, Diamant, Rubin. Ich würde fast sagen, so ist okay. Ein bisschen Munition? Ja, ja, für den Plasma-Cutter, ja. Alles fertig. Ich glaube, jetzt habe ich auch wirklich alles fertig, ne? Von dem, was du hast, ist alles fertig, ja. Nee. Ah. Eins, zwei, drei. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal zu einer Bench komme. Ich glaube fast nicht. Ich glaube auch fast nicht. Ich werde mal ein bisschen überwissen. Ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich nah am Ende sind. Ich verkaufe mir noch ein bisschen unnützes Zeug.
ich habe eigentlich nichts verkauft, was ich wirklich brauchte. Nö. Sehr schön. Ich Munition für Waffen, die du nicht hast. Ja, weil ich sowieso immer mit relativ wenig Waffen auskomme. Ein Stase-Paket. Ah ja. Ups. Yay! Stase auch vollständig. Ladung und eine ewig lange Stase-Dauer. Ist doch schön. Auf! Ab, Platz. Ab! Ich kann mich erinnern, dass es jetzt, glaube ich, gleich eine Stelle gab, an der man am besten rennt. An die man, nee, bei der man am besten rennt, so muss ich sagen. Hui! Oh mein Gott! Das habe ich gebaut? Yes! Ne, er nicht. Seine Gedanken wurden dazu benutzt. Ja. Seine Erinnerung. Hui. Was machen die? Sie alle kommen zur Marke. Die Konvergenz ist nah. Clark. Die aber machen würden, aber die Sie wären nötig. Dass ihr Verstand der reinste wäre. Ich habe Jahre damit verbracht, ihr dementes Hirn zu durchsieben. So hätte es nicht geschehen sollen. Wie sollte das denn vor sich gehen, Teigmann? Alles unter Kontrolle! Clark, das ist nicht unsere Schuld. Wir waren so nah dran. Einer hat's berührt, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir unten geguckt. All die Leichen, die sie hier reinließen. Gestehen. Kurz vor einer Konvergenz. Aber wir haben nie mit so vielen Leichen gerechnet. Was genau machen die Konvergenz? Wofür er erschaffen wurde? Isaac, du musst uns ganz machen. Ich glaube jetzt irgendwie nicht mehr, dass Nicole eigentlich auf seiner Seite ist. Jetzt bin ich gerade eher der Meinung, dass Nicole der Marker ist und vollständig gemacht wird durch die Konvergenz. Die Maschine, die ich am Anfang nicht verstanden habe beim ersten Mal durchspielen. Ich erinnere mich. Das war so schön. Das halt nicht. Was macht denn das? Was muss ich hier machen? Aktivieren? Das ist so schön. Soll ich mich gerade aktivieren irgendwie? Ach, jetzt. Wie Stross sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in dem die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten? Ich glaube, sie ist der Marker. Vier. Ja. Bist du bereit? Nee. Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Schritt 1. Reinkriechen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Na? Hörst du? Wohl. Junge, das wird uns wehtun. Das wird doch so wehtun. Ja, natürlich. Aber nicht so dolle, wie wenn ich das treffe, wenn es rot ist. Ich weiß ja, was dann passiert. Du willst es doch auch. Oh, ist das übel. Ich kann das eigentlich nicht, das ist so eklig. Kriegt ihr diese Zustände, das tut so weh.
vergib ihm nicht, Isaac. Ich werde bei Marker auf dich warten. Warum? Was soll ich tun? Ich würde sagen, für alle, die dann auch das Böse mal sehen wollen, ich werde das Ganze auch nochmal spielen und dann extra. Ich habe gerade ein Geräusch gehört. Was ist das? Das sieht eigenartig mutiert aus. Ah, sieht böse aus, ob es das zusammen ist wie in Teil 1. Ein Regenerator. Nee, Regenerator heißt ja bei Resident Evil 4. Ja, egal, der Rest, das Ding regeneriert sich auch. Ja. Lass mich raus! Ich gerade nur ganz schnell weg. Was ist das? Eine Leiche auf dem Tisch. Oh! Die Leiche, die er liegt, die ich da runtergeschmissen habe. Komm her! Geh weg! Ach du ja, hau ab! Ja klar, wenn es nichts ausmacht, komm mal hoch, Aufzug. Ja, wir sehen, wir das da so mit erwischt hat, dann dauert es eine Weile. Hat's nicht, war ich glaube. Da verwandelt gerade jemand. Brett auf. Komm. Was ist hinter mir?
Oi. Ich hab grad gar nicht gesehen, dass ich hier Luft brauche. Schalt mal die Schwerkraft wieder ein. Ja, warte mal. Ich hab wenig Munition. Oh nein, da ist doch runtergefallen. Guter Tausch. Mhm. Ein Einsatz in drei Kriegen. Zwei. Drei. Drei? Drei. Du hattest noch einen in der Tasche, hast den eingesetzt und hast du noch drei gefunden. Nee, ich hatte definitiv zwei, weil ich habe nämlich einen aufgesammelt. Wann und wo? Wir gucken uns das nachher an, dann zeige ich es dir. Okay. Ich habe definitiv einen aufgesammelt, ich hatte zwei. Ist egal, jetzt ist auf jeden Fall drei. Okay. Gibt's doch noch mal eine Werkbank. Sehr schön. Ach, ich kaufe jetzt einfach das Munition. Super, passt. Oder? Ja. Ich nehme vielleicht noch ein 2er Medikit mit. Ich meine, ich habe ja so einige. Aber ich habe nichts mehr, wofür ich jetzt den Knoten verwenden könnte, oder? Nö. Und für den letzten Kampf ist noch eine extra Waffe mitnehmen, finde ich irgendwie doof. Das bringt nichts. Das wäre dann Verschwendung. Ich denke auch, ja. Aber ich glaube, es kommt noch ein bisschen was. Wir kommen jetzt noch nicht gleich direkt zum letzten Kampf. Das war's, Isaac. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt in den letzten 5 Minuten schaffen. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach hier nochmal einen Cut, Ende der Episode, und dann in der nächsten gibt es dann das komplette Ende. Oder weißt du noch, ob wir es 5 Minuten schaffen? Ich glaube fast nicht. Nee, das wird länger dauern. Okay. Ja. Dann, wie gesagt, machen wir jetzt hier erstmal Schluss, ein bisschen verfrüht. Und in der nächsten Episode geht es dann weiter, dass wir dann zum Marker gehen und dort Nicole treffen. Aber ich bin der Meinung, Nicole ist der Marker, der uns hinlotsen will, damit er die Konvergenz erreicht. Was auch immer das sein mag. Glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.